Hallo, Andreas Gürtler ist mein Name. Herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo über die energetische Emotionstherapie bzw. das energetische Emotionscoaching. Ausgangspunkt für alles, was wir tun und insbesondere für Emotionen, ist unsere Ausgeglichenheit. Wir brauchen einen aktiven Körper und wir brauchen einen ruhigen Geist. Die energetische Emotionstherapie, das energetische Emotionscoaching, geht davon aus, dass Emotionen dadurch entstehen, dass Körper und Geist in jedem Moment unseres Lebens aufeinandertreffen. Das heißt, in diesem Intensivseminar werden wir in der Früh Körperübungen machen. Wir werden intensiv, meditativ, profund in unseren Körper eintauchen, werden dadurch ein Wohlbefinden erzeugen und aufbauend auf diesem Wohlbefinden wird es unserem Geist möglich, still zu werden, ruhig zu werden, präsent zu werden, konzentriert zu werden. Und dadurch entsteht so etwas wie eine Harmonie und dadurch entsteht so etwas wie eine Ausstrahlung in uns. Wir werden weit, wir werden also bewusst in verschiedene Emotionen eintreten und dann werden wir bald merken, dass die Ausgeglichenheit und die Harmonie eigentlich nicht das Natürliche ist. Sozusagen bei Emotionen ist das Natürliche die Unausgeglichenheit. Warum? Weil unser Körper und unser Geist unterschiedliche Bedürfnisse haben. Sie haben ein unterschiedliches Wesen, sie treffen aufeinander in uns und so entsteht eigentlich ein Konflikt, ein innerer. Stellen Sie sich vor, Sie sind nach einer langen Autofahrt oder nach einem langen Büroarbeitstag, kommen Sie nach Hause, setzen Sie sich hin auf Ihr Sofa, lesen ein Buch und eigentlich, der Inhalt interessiert Sie sehr, aber eigentlich sagt Ihr Körper, eigentlich sollte ich mich jetzt bewegen. Und umgekehrt, Sie machen eine lange Bergtour, setzen sich wieder hin. Ihr Körper ist wohl, fühlt sich wohl nach der ganzen Bergtour, aber das Buch ist eigentlich langweilig und eigentlich würden Sie viel lieber jetzt mit jemandem reden, plaudern, etwas trinken gehen. Das sind innere Konflikte und die erzeugen unausgeglichene Emotionen. Ich habe die energetische Emotionstherapie bzw. das energetische Emotionscoaching entwickelt und bin drauf gekommen, dass wir manche Emotionen haben, die mehr körperliche Anteile haben und manche Emotionen haben, die mehr geistig-spirituelle Anteile haben. Und so habe ich erkannt, dass wir vier verschiedene Bereiche haben in unserem Körper. Vier Zonen, wo wir insgesamt acht verschiedene Emotionen haben. Vier ausgeglichene, vier unausgeglichene. Die am meisten körperorientierten unausgeglichenen Emotionen sind die Aggressionen und Wut, Ärger haben mehr Anteile geistiger Art, dann die Angst und dann die Traurigkeit. Dann kann es sein, wenn wir diese Emotionen in irgendeiner Weise bearbeiten, indem wir zum Beispiel dann uns bewegen, etwas essen oder etwas trinken oder einfach ruhig werden, dass sich dann diese Aggression in Lust verwandelt. Wir haben auf einmal Lust dann abzutauchen in das Buch, uns forttreiben zu lassen. Oder die Wut verwandelt sich in Freude, einen spannenden Gedanken in dem Buch zu finden. Oder die Angst verwandelt sich in Liebe, dass wir uns auf einmal mit unseren Nächsten, mit unseren nahen Menschen sehr verbunden fühlen. Oder die Traurigkeit verwandelt sich in Glück, dort wo sich alles auflöst, wo alles perfekt ist und harmonisch ist. Der erste Lernschritt ist somit, dass wir bewusst in verschiedene Emotionen eintreten und auch wieder bewusst heraustreten, um so an Emotionen reifen und wachsen zu können. Wir werden also verschiedene Emotionen ausdrücken und sie erleben und uns deren bewusst werden. Emotionen haben aber natürlich auch eine soziale Komponente, das heißt, wir strahlen Emotionen aus und andere Menschen nehmen diese wahr und reagieren auch schon lange bevor sie uns selbst bewusst werden. Das heißt, wir strahlen Emotionen verschieden stark aus. Manche Emotionen strahlen wir stärker aus, manche Emotionen strahlen wir weniger stark aus. Und das gibt dann in der Regel Beziehungsprobleme. Nämlich dann, wenn wir Emotionen zu stark ausstrahlen oder zu schwach ausstrahlen. Wenn wir Emotionen zu stark ausstrahlen, dann kann es sein, dass andere Menschen sozusagen Abstand wollen von uns. Wenn wir sie zu schwach ausstrahlen, dann kann es sein, bis hin zu psychosomatischen Problemen. Zum Beispiel der Ärger, der sich auf den Magen schlägt. Wir haben also verschiedene Ziele dieses energetischen Emotionscoaching, dieser energetischen Emotionstherapie. Das erste Ziel ist, dass wir lernen, unsere Emotionen entsprechend auszudrücken, so dass wir uns wohl dabei fühlen.
Emotionen sollten so etwas wie dehnbar werden, so flexibel werden. Je nach äußeren Gegebenheiten, je nach inneren Befindlichkeiten, dass wir sie manchmal stärker ausdrücken können, manchmal schwächer ausdrücken können. Das zweite Ziel ist, dass wir Emotionen frühzeitig wahrnehmen bei anderen Menschen, dann auch frühzeitig reagieren können. Und dass wir dabei in unserer eigenen Ausgeglichenheit verbleiben können. Und das dritte Ziel ist schließlich, als Therapeuten, als Coaches oder als interessierte Menschen, die wachsen und lernen möchten im Umgang mit Emotionen, dass wir andere Menschen dabei unterstützen auf deren Weg mit Emotionen. Würde es mich freuen, Sie zu sehen beim Intensivseminar der energetischen Emotionstherapie, des energetischen Emotionscoaching. Ich wünsche alles Gute.